Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Prädikatenlogik. Wir werden uns heute um die Unifikation kümmern und die Unifikation ist echt ein spannendes Thema, vor allem weil sie wirklich häufig benutzt wird. Zum Beispiel auch in jeder Programmiersprache, wo man einen Typ nicht eindeutig definieren muss. Also zum Beispiel in Python, wo ich sagen kann, das ist eine Zahl und es ist ein Buchstabe oder was weiß ich, indem ich einfach nur zuweise. Alle solche Sprachen haben einen Unifikationsalgorithmus, deswegen ist es ziemlich wichtig, so ein Ding zu haben. Und ich möchte natürlich euch heute zeigen, wie das ganze Ding funktioniert. Benutzen tut man dafür Substitution und im Prinzip ist es auch eigentlich gar nicht so kompliziert. Es hört sich nur so extrem kompliziert an. Gut, okay, und wenn die Formeln groß sind, wird es kompliziert, aber dazu später mehr. Was man macht, ist folgendes: Man hat hier zum Beispiel eine Formel f. Ich habe hier zur Einfachheit mal einfach den Alkfaktor weggemacht und deswegen muss ich hier x durch s noch ersetzen und y durch t und dann bekomme ich diese Substitution von f raus, in der ich dann halt ein s oder p von t und s kriege. Zum Beispiel. Was das alles ist, habe ich euch im letzten Video gezeigt. Jetzt geht es darum, was machen denn zwei Formeln zusammen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel noch ein g habe, g gleich. Und dann haben wir hier drin, ich kopiere das einfach mal, dann wird es eindeutiger, weil wenn ich das kopiere, dann sieht man auch so schön, dass es irgendwie zusammengehört. Ups, das wollte ich natürlich nicht. Und sagen hier einfach mal a und b dazu. Naja, das sind Variablen, die können sich ja ändern. Und genau das macht der Unifikationsalgorithmus. Er findet zu f und g einfach gleiche Formen. Das bedeutet aber, zum Beispiel, dass ich x durch a ersetze. Sagen wir einfach mal hier, ich ersetze x durch s und y durch t. Und jetzt kommt in meine Substitution noch mehr hinzu, nämlich ich möchte hier auch noch weiter substituieren und ich ersetze a auf s und ich ersetze b auf t. Und was dann dabei rauskommt, ist hier kommt ein S rein oder P von T und S. Naja, das ist genau das, was hier steht. Also ist das hier auch die Substitution von G. Und damit, wenn das hier gilt, S von F gleich S von G, dann haben wir eine Unifikation gefunden. Das ist ziemlich cool und auch echt nützlich, wie ich schon gesagt habe. Aber es ist nicht immer so einfach. In dem Fall war es jetzt relativ easy. Was mache ich denn, wenn Konstanten dabei sind? Konstanten darf ich ja nicht verändern, ich darf ja nur Variablen verändern. Naja, sagen wir mal, dieses Ding hier wäre eine Konstante x. Ja? Also groß x jetzt diesmal, wobei ich nehme was anderes. Ich nehme c für Konstante, groß c. Das bedeutet, c hat einen festen Wert, zum Beispiel true oder false, den ich von meinen Eingabedingern kriege. Dann habe ich nicht mehr so viele Auswahlmöglichkeiten, weil s und t hier unten sind ja immer noch Variablen. Aber ich kann Folgendes tun. Ich kann sagen, okay, c, naja, wenn ich f und g gleich kriegen möchte, dann fange ich doch einfach mal an und schaue, okay, das kann ich nicht verändern. Also muss x automatisch mein c sein, mein großes c, damit die gleich werden können überhaupt. Also f und g meine ich. Wenn aber x mein großes c sein muss, dann steht hier hinten auch ein großes C nach dem Unifizieren. Das kann ich mir ganz einfach anschauen, indem ich einsetze. Also, was passiert dann? Weil hier steht ja ein x und das ist dasselbe x wie das hier. Also, was passiert dann? Naja, automatisch wird a auch zum großen C. Also muss ich hier auch ein großes C eintragen. Okay? Und so verbindet sich das immer so ein bisschen mehr. Hauptsächlich durch Hinschauen. Es gibt einen Algorithmus. Der nennt sich Robinsons Algorithmus, glaube ich. Der guckt einfach von links nach rechts und geht so oft durch, bis es dann halt endlich mal passt. Aber ja, den möchte ich euch jetzt eigentlich nur intuitiv zeigen, wie der funktioniert. Im Prinzip kann man damit gefühlt, glaube ich, am meisten machen. Sagen wir mal, wir haben hier noch ein Q von Y stehen. Naja, ich kann ja Q nicht einfach wegrationalisieren. Dieser Aufruf ist da und mein Y ist da. Ich kann mein Y kann ich klar auf T abbilden, wenn ich möchte, aber dann steht hier immer noch Q von T, in dem Fall jetzt gerade, weil ich habe ja gerade was dazu geschrieben hier, dieses Q von. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Ich muss hier automatisch sagen, okay, B kann nicht T sein, weil B muss ja dann am Ende Q von T sein.
Also wissen wir, dass B sich auf Q von t abbilden muss. Und so kommt man dann immer näher dran und jetzt haben wir wieder eine vernünftige Unifikation gefunden. Das bedeutet, wir bilden B auch automatisch auf so eine Q von t ab. Ha, eine Q von t. Okay, der war schlecht, tut mir leid. Wo ich allerdings Probleme kriege, ist Folgendes. Ich möchte euch das an einem anderen Beispiel, weil das hier oben echt schön geworden ist mittlerweile, möchte ich euch an einem anderen Beispiel zeigen. Und zwar haben wir eine Formel f gleich Q von s oder Q von t. So, und dann habe ich eine Gleichung g gleich. Na, mit und wird, mit oder wird das nichts. Die sind vertauschbar, deswegen muss ich das mit impliziert machen. Q von t impliziert. Halt, stopp, nicht Q von t, nur t. T impliziert s. So. Was ich jetzt machen müsste, um die Dinger zu unifizieren, wäre. Ich schreibe hier mal die Unifikation hin oder halt die Substitution hin. Ich müsste laut diesem Dings hier, naja, ich müsste t abbilden auf Q von s. Haben wir ja gerade so gesagt. Ist ja einfach eigentlich, damit ich hier dieses Q von s rauskriege. So, und s müsste ich substituieren mit Q von t. Okay, also machen wir das. S auf Q von t. Okay. Und jetzt bilden wir die Substitution von g, also s von g ist gleich, sagen wir, im Prinzip genau das hier, das wollten wir ja haben. So haben wir s ja gerade gebaut. Ja, aber was ist denn jetzt mit f passiert? S von f, naja, s von f ist ein bisschen daneben gegangen. Aus s von f wurde jetzt Q von t impliziert. Q von s. Ja, das ist doof. Okay, müssen wir nochmal ran. Fangen wieder von vorne an. Wir bilden s ab auf Q von t und t bilden wir ab auf Q von s. Das ist ja quasi nochmal genau diese Substitution. Und ihr merkt, was da passiert. Wir haben eine Endlosschleife. Wir kommen sozusagen nicht drum rum. Die beiden Dinger sind nicht unifizierbar. Es gibt dann noch andere Beispiele. Das ist nur das Einfachste. Mit oder wäre es anders gewesen, deswegen konnte ich das nicht nehmen, weil oder, das sind die Dinger ja vertauschbar. Das heißt, links und rechts kann ich einfach hin und her schieben, wie ich gerade lustig bin. Und dann geht es wieder. Beziehungsweise, nee, eigentlich doch nicht. Ist aber egal, das Beispiel funktioniert genauso wunderbar. Ja, das heißt, die beiden Terme, also f und g, die beiden Formeln sind nicht unifizierbar. Und wir haben ein Problem. Das heißt, wir finden da nichts. Und sowas schmeißt dann zum Beispiel in Python bei euch einen Fehler, dass die Variable jetzt bitte eine Zahl zu sein hat und keinen String. Sowas in der Art zum Beispiel. Da kommt dieser Fehler her. Hört sich jetzt ein bisschen weit hergeholt an, aber ist tatsächlich auch so. Ja. Noch ein kleines Wort zu den allgemeinsten Unifikatoren. Die werden abgekürzt mit MGU. Das kommt aus dem Englischen Most General Unifier. Die sind ein bisschen anders. Also, nee, eigentlich sind sie nicht anders. Eigentlich ist das hier ein Most General Unifier. Weil ich habe ja nicht wirklich eine allgemeinere Lösung. Allgemein bedeutet in dem Fall immer, wenn ich auf eine Konstante abbilden muss, also einen festen Wert, dann tue ich das auch. Also ich musste hier x auf c abbilden und deswegen musste ich a auch auf c abbilden, aber ich musste mein y nicht auf eine Konstante abbilden, also sagen wir mal eine Konstante d. Ich hätte es aber tun können. Das unifiziert ja immer noch, wenn ich sage, ich bilde b auf q von d ab und ich bilde y auf groß d ab. Das ist immer noch ein Unifikator. Die beiden sind immer noch gleich geworden, allerdings habe ich jetzt hier keine Auswahl mehr. Sprich, ich kann nicht sagen, okay, Q von True oder Q von False. Nein, ich bin festgelegt. Ich kann hier auch übrigens einfach ein C nehmen. C haben wir dann tatsächlich schon. Dann fällt es vielleicht ein bisschen Ärger auf. Q von C ist festgelegt. Das heißt, ich kann hier nicht mehr hin und her und mir sozusagen aussuchen, was ich machen möchte, sondern ich bin hier wirklich festgelegt. Deswegen ist es kein Most General Unifier, also kein allgemeinster Unifikator, weil allgemein bedeutet ja, möglichst viele Variablen zu haben, so viele wie ich kann.
ein allgemeinster Unifikator war eben genau das, weil ich hier als t noch eine Variable genommen habe. Also t ist immer noch eine Variable, sprich ich kann hier später nochmal einen Unifikator oder eine Substitution bilden und dann hier tatsächlich eine Variable einsetzen, wenn ich muss, aber ich bin immer noch flexibel. Und so sind die Most General Unifier definiert. Man sagt einfach, da wo ich Variablen einsetzen kann, da setze ich Variablen ein. Und wenn es halt nicht geht und ich Konstanten einsetzen muss, wie jetzt in dem Fall x und c, um sie gleich zu kriegen, dann nehme ich halt diese Konstante, weil ich keine andere Wahl habe. Okay, jetzt bin ich aber am Ende mit den Substitutionen und Unifikationen und bla bla bla. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, ihr konntet mir folgen. Und wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.